Moin Leute, was geht? Hier ist wieder euer Geist. Heute in diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr auf Mauer der Toten in Gottmund gehen könnt. Und zwar braucht ihr hierfür einmal den Ätherschleier, das Grabstein-Perk, ein Helikopter und ihr müsst die Schritte drauf haben, um Klaus zu bauen. Für all diejenigen, die nicht wissen, wie man Klaus baut, habe ich oben rechts in der Infokarte ein Video dazu verlinkt. Und ihr müsst Ätherschleier auf dieser Stufe haben, sodass es euch nach vorne pusht, wenn ihr es aktiviert. So, kommen wir nun zum Glitch. Wenn ihr dann alles habt, was ihr braucht, geht hier runter, aktiviert Klaus und jetzt lauft genau den Weg, den ich laufe und macht das, was ich mache, Leute. Seilt euch hier oben hoch, dann lauft erstmal hier lang, wo ich lang laufe, also hier links um die Ecke, über den Packer Punch Bereich. Und wenn ihr dann hier vorbei seid, dann ruft Klaus, also lauft weiter, aktiviert Klaus, macht es so wie ich. Und jetzt müsst ihr mit euren Ätherschleier auf diesen Truck, guckt dorthin, wo ich hingucke, Leute, aktiviert euren Ätherschleier und dann seid ihr hier oben. Von hier aus ruft ihr nochmal den Klaus zu euch und wenn er dann bei euch ist, Leute, ruft ihr den nochmal so ganz nah am LKW und danach drückt ihr einmal hier und wenn ihr das gemacht habt, dann ist es Takt. Nun müsst ihr hier runtergehen, dazu klettert ihr hoch an der Seite und jetzt, Leute, ganz wichtig und das ist der schwerste Schritt. Ihr werft euren Molotow auf den Boden und kurz bevor ihr stirbt, müsst ihr dann den Helikopterschützen aktivieren. Dann habt ihr kurz diesen Helikopterschützen in der Hand, euer Bildschirm wird schwarz und danach seid ihr einfach tot, ohne im Heli drinnen zu sein. Jetzt müsst ihr ganz schnell euren Grabstein aktivieren und dann kommt Klaus, er belebt euch wieder und ihr seid unbesiegbar, Leute. Diese Lebensanzeige wird einfach oben festbacken, ihr werdet hier nicht sterben. Und kriegt gar kein Damage. Das einzig Schlechte an diesem Glitch ist, dass ihr vom Boden gar nichts aufheben könnt. Ihr könnt auch keine Perks kaufen, eure Waffe punchen oder Munition. Der einzige Weg halt, um Munition zu bekommen, ist halt in den Bonusrunden oder wenn die Zombies das einfach so droppen, dieses Power-Up. Ich würde euch auch empfehlen, wenn ihr diesen Glitch macht, nehmt euch die Wunderwaffe, weil die macht halt mit wenig Munition viele Zombies tot. Und ihr könnt natürlich auch eine Zweitwaffe nehmen, zum Beispiel Messer. Und dort auch easy peasy dann High Runs gehen. So, das war's dann mit dem Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ja, lasst doch ein Like da, schreibt mir in die Kommentare. Und für all die, die noch kein Abo bei mir haben, können das an dieser Stelle sehr gerne ändern. Dann bis zum nächsten Stream oder zum nächsten Video. Ciao.